Sonne im Gesicht, aber Ende April und die Pudelmütze auf. Wahnsinn. Irre. Aber gut, hat es alles schon gegeben, ist nicht das erste Mal. Im Süden viel Schnee. Wir hatten Minusgrade in der Nacht, bis zu minus 4 Grad. Aber wie gesagt, alles nichts Neues, hat es alles schon gegeben. Aber heutzutage wird einfach alles viel mehr dramatisiert und hochgepusht. Soll nicht unser Problem sein. Angeln kann man trotzdem. Scheißwetter ist Beißwetter. Gut, scheiße ist es nicht, die Sonne scheint, aber es ist echt windig. Wir haben so 6, 7 Grad. Wochenende, ein paar Stunden Zeit zum Angeln. Das werden wir nutzen. Und viel Spaß bei diesem Video. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think Jum! Erstmal sitzen und ankommen. Ein Stress hier am Angelplatz. Aber wenn man bloß ein paar Stunden hat zum Wochenende, dann muss alles schnell gehen. Routen zusammen, Stelle suchen, Dreibein aufbauen. Gut, Dreibein aufbauen ist schwierig mit dem schnell. Da nehme ich mir immer sehr viel Zeit. Ja, das kann gut und gerne mal 5 bis 10 Minuten dauern, aber das muss vernünftig stehen. Das hat man ja beim letzten Mal. Da sind wir ja mal ein bisschen genauer eingegangen auf das gute Stück. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das Video gerne mal angucken. Da habe ich mal so ein bisschen das Dreibein genauer unter die Lupe genommen, weil auch einfach Zeit war, weil es nicht gebissen hat. Ihr werdet euch erinnern. Wir hoffen, dass das heute nicht so ist. Ich bin da guter Dinge. Sodass jetzt erstmal alles fertig ist. Futter durchgezogen. Ich habe ein bisschen angefüttert, also sprich 2, 3 Körbe reingebracht. Ich habe meine Stellen gefunden, es ist beködert, Ruten liegen. Und ich hatte schon den ersten Biss beim ersten Auswurf. Das stimmt auf jeden Fall zuversichtlich. Und solange ich die Sonne von vorne habe, ist das auch echt angenehm. Ansonsten, ohne Sonne ist es ein wirklich unangenehmer Wind von vorne, der auch echt kühl ist. Deswegen heute auf jeden Fall nochmal der dicke Pulli, der Winterpulli. Die wollte ich eigentlich schon längst gewaschen haben, aber mal gut, dass ich es nicht gemacht habe. So dass ich den dann hoffentlich nach diesem Angeltag endlich in die Wäsche hauen kann, zusammen mit dieser Mütze. Denn es soll ja demnächst jetzt spürbar wärmer werden und dann hoffentlich auch bleiben. Es war ja zwischenzeitlich schon mal echt warm. Dann wurde es jetzt wieder richtig kalt. Jetzt wird es wieder warm. Also hoffen wir mal, dass das Thema mit der Kälte sich dann auch erledigt hat. Toi, 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 und die Klamotten dann auch weg können. Ja, ihr habt es gesehen, wir sind am Fluss, da wo wir eigentlich am liebsten sind, also neben Altarm und dem ein oder anderen Teich, vor allem da, wo es die schönen Schleien gibt. Das werden wir dieses Jahr auch wieder das ein oder andere Mal machen, da freue ich mich schon total drauf. Da müssen wir aber mal noch so 2, 3 Wochen warten, auch wenn die Schleien schon unterwegs sind, sagt man ja so, ne, das sind so mit die Fische, die als erstes im Jahr unterwegs sind. Aber dieser Teich, erinnert euch an diese Videos Schleienangeln. Wer Lust und Zeit hat, kann da gerne mal gucken. Gibt es ein bisschen was bei uns zu schauen. Das ist echt tief. Und da gibt es auch nicht so viele flache Stellen. Deswegen möchte ich da mal noch ein bisschen warten, ehe dieser Teich sich so ein bisschen erwärmt. Und deswegen sind wir heute am Fluss. Wir werden heute mal so ein bisschen das Fiedern auseinandernehmen. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Ich meine, Fiedern ist ja bei uns zu 80% ein Thema. Wir haben nach wie vor Schonzeit, also Köderfisch ist noch nicht, aber nicht mehr lange. Dann wird Marco da auch wieder angreifen können, dann wird das wieder mehr Thema sein, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber so lange wie das nicht ist, ist Schonzeit, deswegen nichts da Raubfisch, zumindest nicht mit Köfi, Würmer habe ich nicht dabei. Und Barbeit bei uns auch Schonzeit, also so dass das Ziel für heute Brassen sind, Döbel, große Rotaugen, das K-Wort will ich gar nicht im Mund nehmen. Naja, aber vielleicht, wenn ich es am wenigsten erwarte, klappt es vielleicht mit dem Karpfen.
Ich habe alles gegeben. Ich habe meinen Dreibein wieder ausgerichtet nach allen Regeln der Kunst. Aber wie ich mitbekommen habe, bin ich da nicht der Einzige, der das so macht. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Derjenige weiß, wer gemeint ist. Und Marco macht das auch. Wir können uns da mal gegenseitig köstlich amüsieren, wenn wir die Dinger aufbauen. Ja, aber wir werden mal so ein bisschen Rute, Rolle, Futter, Montagen, Dreibein, wie gesagt, müssen wir nicht machen. Fiederspitzen vielleicht, da gab es auch eine coole Frage, einen coolen Kommentar unter einem der letzten Videos. Das könnte man vielleicht einmal mit einbauen. Aber hängt natürlich auch ein bisschen von den Fischen ab. Wenn es ja natürlich beißt wie Hölle, dann wird weniger Zeit sein dafür, weil mehr als 5-6 Stunden habe ich nicht. Aber erstmal entspannt, jetzt kommen wir erstmal an, genießen noch die Sonne. Ja. Und dann, wie es immer so schön heißt, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Petri. Tja, erster guter Biss, erster Fisch. So wie es angefühlt hat, war es eine Brasse. Aber wie es eben so ist, ne? Genau in dem Moment, wo es beißt, wo man anhaut, Fahrradfahrer hinter einem, hält dann gleich noch an, macht sich die Zigarette an. Manchmal freut man sich, wenn ein Fisch ausschlitzt. Blöd, wie es klingt. Ja. Stundenlang kommt niemand. Dann, wenn es beißt, kommt jemand. Naja, hoffen wir mal, dass die Fische jetzt da sind. Ja, vorsichtig machen, dass wir ja keinen Abjagen machen. Ja. Routen kontrollieren, Routen neu machen. Und zeige ich euch gleich mal kurz die Montage. Also ihr seht, Sonne ist weg. Mütze ist drauf. Jetzt wird es wieder bedeutend kühler, sobald die Sonne weg ist. Ja, 2 Stunden Angelzeit sind jetzt rum. Effektive Angelzeit. Ja, eine Handvoll Bisse. Auf alle Fälle ist Fischaktivität da. Die Fische haben Hunger, haben Bock. Ich hoffe mir natürlich jetzt ein bisschen was von der Dämmerung und Abendzeit. Aber jeder Minute mehr ärgert man sich über den besseren Fisch, den man verloren hat. Also ich denke, es war eine Brasse, so vielleicht um die 40, 45. Von den Kopfschlägen her müsste das gepasst haben. Aber ja, ist halt so. Jetzt mache ich die Routen neu, zeige euch die Montagen und dann ja noch ein negatives Fazit. Aber erst das Schöne und dann das Negative. So. Ich mache die Route mal rein hier. Ja. Bisschen Gemüse machen wir ab. Also dann, da bin ich wieder. Dann mache ich euch mal noch ein bisschen runter. Ich glaube, ihr seht mich. Ihr seht mich zwar, aber ich sehe mich nicht ganz und das ist ein bisschen schwierig. Ja, gleich vorweg, heute kein Anti-Tangle-Boom. Heute haben wir einmal Fiederling. Der liegt dann noch drin. Da kommt die enttäuschende Story. Und dann Helikoptermontage. Kennt ihr aus dem alten Jahr? Habe ich im letzten Jahr schon immer mal gefischt. Habe ich in diesem Jahr noch gar nicht gefischt. Hatte ich jetzt einfach mal wieder Lust drauf. Zwischendurch mal ein bisschen die Schnur kontrollieren, wie alles in Ordnung ist. Aber da merke ich nichts. Passt soweit. Nee, das fühlt sich gut an. Ja, Ruterolle. Die Ruten, das sind die Daiwa Ninja Ruten mit dem Korkgriff. 3,90 Meter Länge, Wurfgewicht bis zu 220 Gramm. Und da haben wir eine 6000er Rolle, eine ProLogic in dem Fall, hinten mit dem Freilauf. Ist eine ganz nette Sache. Ist jetzt sicherlich klassisch Fiedern vielleicht nicht unbedingt, aber am Fluss einfach eine coole Sache. Aufgrund der Barben, aufgrund der Karpfen, gerade wenn man alleine ist, dass man sich einfach mal umdrehen kann und nicht immer alles nur über der Kopfbremse steuern muss. Soll jeder machen, wie er möchte.
Wir finden das Ganze angenehm. Ja, also rote Rolle. Darauf haben wir eine 30er Mono als Hauptschnur. Kann man auch 28er nehmen. Wenn man eine gute 25er hat, geht das genauso gut. Das ist alles kein Problem. Ihr müsst eurem Tackle vertrauen, der Montage vertrauen, so wie ihr angelt vertrauen. Und alles andere kommt dann von allein. Und ihr werdet eure Erfahrungen machen, da bin ich mir sicher. So wie wir auch unsere Erfahrungen machen, auch heute wieder, aber dazu gleich mehr. So, Rute, Rolle haben wir. Dann Hauptschnur. Ja, die Hauptschnur kommt so von der Rute. Da habe ich Stopper. Ich drehe das mal so rum. Habe ich einen Stopper. Dazwischen einen Quick Change Swivel, also ein Schnellwechselwirbel zu Deutsch. Ganz neckisch. Da kann man hier, das ist so ein Gummipinöpel hier, den kann man hoch und runter schieben. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Und wenn ihr den runterschiebt, dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr das Vorfach ganz schnell wechseln könnt. Ja, das ist so ein, ja, einfach so ein Haken, wo man einschlaufen kann. Ja. So, natürlich hier wieder einarmiger Bandit. Alles nicht so einfach, aber schiele ich wahrscheinlich. Zack, drüber. Und der hat auf alle Fälle noch was vor heute. Denn diesen Gummipinöpel wieder drüber und den kann das Vorfach auch nicht raus. Ja? Also, mal. Meine Güte. So viel Schnur hat, gar nicht so einfach. Hauptschnur. Ein Gummistopper. Weil nach oben hin braucht er nicht so viel ja, Rückhaltschutz, dass das Ganze verrutscht. Dann der Quick Change Swivel, mein Gott, schweres Wort. Und dann zwei Gummistopper. Weil wenn die Kraft wirkt, dann wirkt die in diese Richtung nach unten, ja, und nicht nach oben, macht ja keinen Sinn. So, dass man da zwei Stopper hat. Also ich nehme da zwei Stopper. Einen zur Route und zwei von der Route weg. Dazwischen dieser Quick Change Swivel, so das war das letzte Mal jetzt. Wie gesagt, weil die Kraft wirkt nach unten und nicht nach oben, deswegen da zwei. Ja, denn hier ein bisschen Abstand, dann seht ihr hier schon einen Knoten und unten haben wir verdrallte Schnur. Ich denke, das weiß jeder, wie man das hinkriegt. Wenn nicht, können wir das in der Zukunft auch irgendwann nochmal gemeinsam machen. Einfach beiden Schnurenden gegeneinander drehen, schön verdrallen, dass das so kommt. Dann eine Schlaufe machen. Die Schlaufe habe ich in dem Fall an der Stelle hier gemacht. Die Schlaufe zweimal durch mit dem Ganzen. Und dann habt ihr hier diese verdrallte Schnur. Und vorher, ich mache so noch einen Wirbel dran. Also den Wirbel aufziehen auf die Hauptschnur. Denn die Enden gegeneinander verdrallen. Einschlaufen, einen schönen doppelten Knoten da oben machen. Ja, und an dem Wirbel habe ich einen 100 Gramm Futterkorb eingehangen. Das ist diese Montage. Wie gesagt, Helikoptermontage. Einfach, dass der Korb schön liegt, hat man einen Selbsthakeffekt. So der Plan. Nutzt man auch beim Karpfenangeln. Ich finde es ganz angenehm, ist eine coole Montage. Relativ verwicklungsfrei, also nicht 100%, aber 95% würde ich mal sagen. Ja, das passt auf jeden Fall. So, das ist Route Nummer 1. Dann hole ich euch schnell die 2, bevor ich mich hier wieder verquatsche. Geht ja dann ein bisschen schneller. Mache ich die Route jetzt nicht neu, sondern hole erst die rein. Also merken Nummer 1, Helikoptermontage. Da hat übrigens auch der Fisch drauf gebissen. Nur mal so viel gleich dazu. Route Nummer 2. Jetzt kommt das nicht so schöne, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dazu gleich mehr. Route, Rolle, 1 zu 1 dasselbe. Brauchen wir nicht nochmal drüber sprechen. Hier haben wir jetzt eine 28er Hauptschnur. Fragt mich nicht, warum hier 28 und die andere 30. Ich glaube, auf der anderen habe ich einfach nur Schnur, die ich noch über hatte. Und die habe ich erstmal drauf gespult, deswegen ist da eine 30er drauf. So, Hauptschnur, hier eine 28er. Dann kommt auf der Hauptschnur. Es ist, wenn man so viel Schnur in der Hand hat, ist das ein Traum. So, komm her hier. So, ah, so. Absturz. Da haben wir einen Fiederlink. Der Fiederlink läuft frei auf der Hauptschnur. Ja, also der hat oben, wenn ich mal festhalten, so eine Plaste, Öse, Hülle, Loch, Aufsatz, wie auch immer. Da kann man die Schnur durchmachen, dann fliege der schön frei auf der Hauptschnur. Der ist jetzt ein bisschen klein,
Aber ich musste jetzt die nehmen von, ich nenne es jetzt mal Stillgewässer Feederlink, weil bei den anderen ist was passiert, das zeige ich euch wie gesagt gleich. So, und an diesem Feederlink hängt er im Futterkorb ein, hier auch 100 Gramm in dem Fall. Eine Perle als Knotenschutz, schöner Knoten, etwas massiverer Wirbel. Ja, und der Feederlink ist eine ganz feine Sache, läuft hier frei rum, kommt auch kein Stopper. Könnt ihr ganz einfach einhängen, gibt es von verschiedenen Herstellern. Der hier ist jetzt von Guru, der von Matrix. Ja, und dann am Wirbel 40 cm langes Vorfach mit einem 10er Haken und einem 8 mm Zellwurfter. Auf der anderen Route übrigens auch ein 10er Haken mit einem Pineapple-Wurfter. Das sind die beiden Wurfter, die mir bisher die meisten Fische gebracht haben. Deswegen dürfen die heute auch ran an die Brut. Ja, das ist Route Nummer 2. Und nun zu dem traurigen Feederlink von der Firma Matrix, sage ich offen und ehrlich, hat sich für mich jetzt erledigt. Feederlink Nummer 1. Kann ich euch sagen, dieser hier. Hier oben seht ihr ja diese Plastehülse, wo die Schnur durchläuft. Die ist innen drin angeraut. Die ist nicht sauber verarbeitet, die ist innen drin ein bisschen angeraut und ich habe mich gewundert, warum meine Hauptschnur so ein bisschen aufgeschliffen ist. Ja, gleich abgemacht. Zum Glück habe ich den Fehler gleich gefunden, weil ich dachte, vielleicht Steinpackung, aber nein. Die Hülse vom Feederlink ist einfach Müll. Und der nächste Feederlink, da habe ich hier mal schön gezogen. Ja, ich habe euch mal erzählt, einen Test machen. Habe ich hier mal schön gezogen. Jetzt kriege ich es vielleicht sogar ganz ab. Mittlerweile nicht, aber das ist jetzt ja aufgebrochen. Das ist beim Ziehen einfach aufgebrochen. Also von 3 Feederlings, 2 kaputt. Den dritten habe ich wieder in eine Schachtel geschmissen. So ehrlich bin ich. Thema Matrix und Feederling hat sich dann für mich erledigt. Habe ich einfach jetzt zu schlechte Erfahrungen gemacht. Gucken, was die von Guru taugen. Ja, und da sind wir wieder an dem Punkt. Das gute, alte Anti-Tangle-Boom. Aber dazu später mehr. Jetzt gehen die Routen erstmal wieder raus. Ja, also Feederling-Montage, Helikopter-Montage, 10er Haken, 100 Gramm Körbe, 8 mm Pineapple und Zell. Rein in die Strömung, so viel sei gesagt. Und dann hoffen wir mal, dass ihr sie noch einen Fisch beißt. Entschneidert und bekackt, ein kleiner Döbel, ein sehr kleiner Döbel, aber ein Fisch. Na, wenn das nicht herrlich ist, weiß ich auch nicht. Oh, schön. Sonne geht da hinten langsam immer weiter runter. Es regnet das ein bisschen, nieselt vor sich hin. Das ist schon so ein richtiger Tag, wie man sich den im April vorstellt. Kann man nicht anders sagen. Aber gut, zumindest mal entschneidert. Dem anderen Fisch ärgert mich immer noch ein bisschen. Aber ja, das ist halt immer so, ihr werdet es kennen. Stundenlang weiß es nicht oder beißt nicht. Und wenn es beißt, ja, dann kommen wieder tausend Dinge zusammen. Aber gut. Ja, schön. So viel dazu. Zumindest mal entschneidert. Ich habe auch die Hoffnung, dass man zumindest mal noch was man auch Fisch nennen kann, in der Hand hat. Marco und ich sagen immer, ein Fisch ist ein Fisch, wenn er 50 hat. Klingt komisch und klingt teilweise auch bekloppt. Aber da hat man halt was in der Hand. Ihr werdet es kennen, das ist einfach schön. Da fährt man mit einem guten Gefühl nach Hause. Und die Hoffnung habe ich noch. Ja, nochmal was zum Thema Helikopter, Feederlink, Anti-Tangle-Boom, Durchlaufmontage. Also Durchlaufmontage, muss ich sagen, bin ich persönlich nicht so der Freund von. Ich einfach so vom Gefühl her, aber das ist auch nicht schlimm. Man kann ja nicht 4 Montagen, 4 Routen, das geht ja nun mal nicht. Und irgendwie muss man ja auch sich ja irgendwann mal so für eins so ein bisschen entscheiden, sage ich mal, wo man einfach ein gutes Gefühl hat, was fängig ist und wo es einfach passt. Und ich sag mal, bei uns am Fluss ist es so, wir haben jetzt keine mega Weiten, die wir überwinden müssen. Was natürlich gerade beim Helikopter geil ist, wenn der Korb vorweg fliegt
und wenig Angriffsfläche ist, ja, weil der eine oder andere ja immer so der Meinung ist, und das ist sicherlich auch so, dass beim Anti-Tangle-Boom die Flugeigenschaften einfach nicht so optimal sind. Und ich glaube, das ist auch so, das wird so sein. Aber für die Entfernungen, die wir fischen, das ist vollkommen ausreichend. Ey. Überhaupt keine Probleme. Und beim Feederlink oder auch beim Heli oder auch bei der Durchlaufmontage, das kann man auch so binden. Korb vorweg ist für weite Distanzen gut. Man kann sehr punktuell eben wirklich deine Stelle immer wieder treffen. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Aber was nochmal wichtig ist, gerade vielleicht Leute, die aufs Anti-Tangle-Boom schwören oder Anfänger, Petri-Jünger, die gerade anfangen, weil das Anti-Tangle-Boom eben eine einfache Variante ist, lasst euch das nicht kaputt drehen. Ja, sammelt eure Erfahrungen und probiert es aus. Aber allgemein, es betrifft eigentlich alle Angler. Man muss seine Erfahrung machen, man muss es ausprobieren. Und das Anti-Tangle-Boom ist immer so ein bisschen, wird immer kaputt geredet. Aber ihr wisst ja, Marco fischt das sehr, sehr gerne. Der macht sich da bedeutend weniger im Kopf als ich. Ja, der sagt Anti-Tangle-Boom, mein Mittel der Wahl, das fängt. Und es hat bei ihm einfach immer und immer und immer wieder Fisch gebracht. Es war erfolgreich und dann soll man daran auch festhalten, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und nur wenn man jemand kommt und sagt, oh, so und so und so und so und so und so. Ich finde es immer gut, wenn man sich das anhört, wenn man Erfahrungen austauscht, wenn man vielleicht auch mal, also nicht vielleicht, jeder von uns kann was dazu lernen, aber immer ganz entspannt durch die Hose atmen, jeden auch irgendwo machen lassen, seinen eigenen Weg finden, für sich, sage ich mal, rausschauen oder rauskriegen, was ist für mich die beste Variante, was habe ich für ein Gewässer, wo möchte ich angeln, was macht Sinn. Ja, wie wir hier eben wirklich, der Fluss ist relativ schmal, ist jetzt nicht zu vergleichen mit Rhein, Donau, Main, wie auch immer, oder Elbe. Von daher passt das genau. Und ihr merkt es auch bei mir, ich bin auch noch nicht fest in dem, was ich da mache. Ich habe mich auch noch nicht entschieden. Anti-Tangle-Boom ist einfach geil, es geht schnell, es fängt, es passt, es ist verwicklungsfrei. Also wir haben da wirklich keine Probleme mit Verwicklungen. Probiere ich da mal wieder Feederlink. Da muss ich aber sagen, ich glaube, heute hat mir die Aktion, die Feederlink, ein bisschen kaputt gemacht. Vielleicht werde ich den ja noch ein bisschen beiseite packen. Aber Heli-Montage finde ich einfach geil. Ist auch schnell zum Binden. Ja, zieht einen Stopper auf. Denn je nachdem, Quick-Change-Swivel gibt es auch verschiedene Dinge. Kann auch einen normalen Wirbel nehmen. Korb einhängen, zwei Stopper drauf. Ein bisschen verdrallte Schnur. Fertig ist der Lack. Durchlaufmontage geht auch super schnell. Könnt ihr den Korb drauf, eine Perle als Knotenschutz unten ein bisschen verdrallen. Und da euer Vorfach einhängen, also es gibt so viele Varianten, was man machen kann. Aber man muss es halt für sich rausfinden. Und ich gehe, glaube ich, so langsam in die Richtung Heli. Und Anti-Tangle oder Feederlink. Ich werde jetzt mal die anderen Feederlink von Guru noch ausprobieren, aber das ist so mein Weg. Aber wie gesagt, mir ist da nur wichtig, probiert es, macht und tut. Kauft auch mal, gibt auch Fehlkäufe. Und lasst euch im Angelladen beraten. Wir sind keine Profis, wir wollen das auch nicht darstellen. Wir wollen euch mitnehmen und euch zeigen, wie wir es machen. Es gibt tausend andere Angler, die es anders machen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber für jeden da draußen ist irgendwo der Platz beim Angeln. In welcher Form auch immer. Deswegen einfach machen. Ne? Ja, nachdem ich eben dann noch einen Fisch verloren habe, einen besseren Fisch. Ihr hört es plätschern. Bei ihm habe ich mich wirklich geärgert, weil der war noch mal besser als den ich vorhin verloren habe. Und zweimal irgendwie ausgeschlitzt, obwohl ich einen frischen Haken drauf gemacht habe. Beide Ruten frischen Haken. Ich habe danach auch kontrolliert. Wirklich messerscharf. Daran wird es nicht gelegen haben. War ein guter Biss, habe angehauen. Das ist einmal der Fisch am Tag gewinnt, okay, aber zweimal? Dafür umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Bisher habt ihr ja nur den kleinen Döbel sehen können, aber jetzt haben wir was Schöneres im Kescher. Und wenn ich den Kollegen sehe, dann bin ich mir auch sicher, was bei den anderen beiden Fischen los war, beziehungsweise was da dran war. Ihr könnt es euch sicherlich denken, aber ich bin mega happy. Da ist der 50er, den ich mir gewünscht habe. Und würde ich sagen, zeichne euch. Ich habe hier noch einen Kescher. Und holen wir mal raus. Schaut mal hier, da ist er. Schön um die 50. Bin happy, dass es jetzt noch geklappt hat mit so einem Fisch. Echt fett. Der ist schon wohl genährt. Der hat sich mit dem Futter schmecken lassen. Und dann, wie sagte ich, dass die anderen sicherlich auch brassen waren. Aber lieber eine als keine. Und ich mache ja noch ein bisschen. Ist noch nicht dunkel.
Schön, Petri. Puh, was ein Stress am Angelplatz. Aber solange es positiver Stress ist, will ich mal nicht sagen. Ne? Echt schön im Hintergrund, ne? So die Brücke, denn die Sonne, die da immer weiter untergeht, die Regenwolken, die da hinten so noch lang ziehen. Ja, und ich jetzt echt happy bin. Ich wollte schon wieder schimpfen, beziehungsweise begann ja auch schon mit dem Schimpfen, weil tatsächlich der zweite Fisch dann ausschlitzte. Und ja, ich habe den Haken überprüft. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, einer am Tag okay, aber zwei Haken wieder kontrolliert, messerscharf, keine Probleme. Die habe ich heute frisch dran gemacht. Ja, manchmal ist es so, aber nachdem ich dann Gott sei Dank den Fisch eben landen konnte und ja, der war übrigens glatte 50, war ich mir noch sicherer, dass das davor auch Brassen waren. Ja, man merkt das einfach, wenn er selber am Fluss angeln geht, ihr werdet es kennen. Ja, das ist einfach eine ganz andere Aktion. Ja, wenn Barben beißen, wenn Karpfen beißen, wenn Döbel beißen, die knallen rein und dann war es das. Ne? Eine ganz andere Aktion an der Route und dann im Brassen beißen. Wie gesagt, wenn er selber angelt am Fluss, die Bisse sind sehr symptomatisch. Und dann die Kopfschläge, duf, duf, duf. Ja, und so war es im Brassen. Glatte 50 cm. Ich bin happy, wirklich happy. Und ja, einfach schön. Jetzt gucken wir mal. Ein bisschen mache ich noch, ein Stündchen vielleicht, ob noch was geht. Wird sicherlich auch bald dunkel. Und da möchte ich nichts verpassen, zwei Dinge noch mit euch zu machen. Zum einen das Futter. Habe ich heute ganz einfach gehalten. Ich hatte kein Mais mehr, kein Paniermehl mehr. Keine Haferflocken mehr, sodass es ja, 90% helles Futter, 10% dunkles Futter mit Dosenmais dazu. Das war's schon. Alles andere hatte ich nicht mehr. Ihr wisst, ich nehme das ganz gerne, gerade Paniermehl, Maismehl, um das Futter noch so ein bisschen fester zu machen am Fluss, dass es länger im Korb bleibt und sich langsam löst. Haferflocken so ein bisschen als Partikel. Gerade am Fluss kann man das entspannt machen. Aber ja, hatte ich halt nicht. Deswegen heute so ein Futter und zum anderen Fiederspitzen. Wir hatten unter einem der letzten Videos einen Kommentar und berechtigterweise. Da ging es einfach darum, ob man denn mit Fiederspitzen einfach, ob man da mal drauf eingehen kann, könnte. Ja, welche unterschiedliche Spitzen es gibt, welche Unzen es gibt, welches Gewässer, welche Fische, welche Spitze und so weiter. Und da haben wir so gedacht, ja, stimmt. Man redet so darüber und verwendet das, aber das ist ja nicht selbstverständlich. Und deswegen hatte ich mir gedacht, wir haben es versprochen und dann machen wir das halt gleich mal. Fiederspitzen. Zu jeder Fiederroute gibt es Fiederspitzen. Sollte so sein. Manchmal eine, manchmal zwei, manchmal drei. Bei den beiden Routen sind es drei. Bei meiner Method-Fiederroute sind es auch drei verschiedene Spitzen. Ja. Hier habe ich zwei, sind in so einer tollen Röhre, in so einem tollen Behältnis. Lasse ich da auch drin. Ich habe in meinem Rutenfutteral eine schöne Tasche, da kommen die rein, weil die Fiederspitzen sind der sensibelste Teil an der Fiederrute. Ich hole die beiden mal raus. Wie gesagt, eigentlich drei, aber eine ist ja an der Rute. Ja, während eine Fiederrute an sich natürlich total robust ist, massiv ist, mit Wurfgewichten locker bis zu 250 Gramm, weil man möchte ja an großen Flüssen weit raus und braucht dementsprechend auch ein Rückgrat, sind die Fiederspitzen total sensibel, weich. Ja, und wie gesagt, der sensibelste Teil an der Route. Und der ein oder andere denkt ja manchmal, dass da die Fiederspitzen, dass die für ein unterschiedliches Wurfgewicht stehen. Aber tatsächlich haben die Fiederspitzen mit dem Wurfgewicht überhaupt nichts zu tun. Das Wurfgewicht kommt ganz allein von der Route. Die Fiederspitzen sind lediglich für die Aktion verantwortlich. Jede Fiederspitze hat eine andere Aktion. Und diese Aktion wird in Unzen gemessen. Also die Aktion einer Fiederspitze wird in Unzen angegeben und gemessen. Es gibt 1, 1,5, 2, 2,5, weiß ich gar nicht so genau. Also ich habe 1, 1,5 und 2. Also bei den Routen zumindest, bei der Method-Fiederroute ist das nochmal ein bisschen anders. Und das geben die Fiederspitzen an, die Aktion. Ja, und es wird in Unzen angegeben. Bei manchen steht es hier unten dran.
Bei denen nicht, wie ihr seht. Bei anderen gibt es eine farbliche Markierung, so wie hier. Ich habe hier rot, grün und da fehlt gelb in der Mitte. Gelb habe ich dran. Also bei mir ist das hier das Ampelprinzip. Grün ganz weich, rot ganz hart, gelb ist die Mitte. Ja, und wenn es mal nicht dran steht und ihr habt keine Farben, werdet ihr vielleicht schon mal gehört haben, dann könnt ihr einfach zwischen Daumen und Zeigefinger die Spitze nehmen. Mir fehlt jetzt eine. Ja, die nehmt ihr dann hier so dazwischen. Und dann, je nachdem, welche die weichste, die härteste und sowas ist, sollte die weichste Spitze sollte am weitesten runterhängen. Ja, die nehmt ihr ganz hier zum Ende. Kann das ja mal demonstrieren. Ja, jetzt seht ihr, ich weiß nicht, ob man es richtig sieht. Hier, die hängt weiter runter. Das ist in dem Fall die grüne. Die rote ist hier oben. Und in der Mitte wäre jetzt die gelbe. Ja, also könnt ihr einfach hier hinten zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen. Und dann seht ihr, die am weitesten runterfällt, ist die weichste. Passt. Die grüne ist die weiche, die gelbe ist die mittlere. Wie gesagt, die habe ich dran. Das ist das eine. Ja, so kriegt das raus, wenn nichts dran steht, wenn es eben keine Farbe oder sowas gibt. Aber im Regelfall entweder gibt es eine Farbe oder es steht dran. Das ist das eine, was ganz wichtig ist. Dass man erstmal weiß, welche Spitze ist welche. Und wofür die verantwortlich ist. Ne? Eben um die Aktion zu zeigen, am Ende den Biss. Und dann hängt es natürlich davon ab, an welchem Gewässer angelt ihr. Wenn ihr jetzt natürlich an einem Dorfteich sitzt und auf Plötzen angeln wollt, naja, dann nehmt ihr natürlich die weiche Spitze, denn ihr wollt diese ganz feinen Bisse mitbekommen. Ja, das kriegt ihr mit der harten Spitze. Die bewegt sich vielleicht irgendwann mal, aber muss sich auch gar nicht bewegen. Oder auch wenn ihr auf Schlein angeln wollt. Ich angle zum Beispiel, wenn ich auf Schlein angle mit meiner Method-Route, auch immer mit der ganz weichen Spitze, um eben diese ganz feinen, vorsichtigen Schleinbisse mitzubekommen. Also es hängt immer davon ab, wo ihr angelt, welche Fische wollt ihr angeln. Wenn ihr jetzt zum Beispiel am Fluss seid und ihr habt eine richtig starke Strömung und ihr wollt Barm angeln, ja dann die rote, ganz klar. Weil ihr habt ja so eine Strömung, wirklich einen Druck auf die Schnur, auf allgemein einen Druck. Und wenn ihr dann die weiche Spitze habt, das würde permanent vibrieren, hin und her zappeln, da kriegt ihr gar nichts mehr mit. Ich meine, ja, ihr kriegt sicherlich den Barmbiss dann mit, weil er einfach brachial ist. Aber alles andere wird dann schwierig. Deswegen immer ein bisschen gucken, was wollt ihr machen, wo seid ihr. Ja, das ist eigentlich die ganze Sache, wofür Federspitze sind. Nur uns sind angegeben, wird die Aktion, je nach Gewässer, Fischart unterschiedlich. Wie ihr es erkennt, wisst ihr jetzt. Ja, jetzt beißt es, glaube ich, gerade wieder. Oder der Korb rollt, das kann auch sein. Ich glaube, der Korb rollt. Ja, das dazu. Jetzt werde ich mal noch was essen, Körbe neu machen. Vöglein zwitschern, zuhören. Und dann hoffe ich ja, dass vielleicht noch was geht. Barm haben bei uns schon Zeit. Deswegen habe ich heute auch auf Maismade verzichtet. Weil es ist einfach ein Klassiker auf Barbe. Mais allein. Wie gesagt, die habe ich ja, glaube ich, erzählt, die erste Stunde. Deswegen zweimal. Mittlerweile nicht mehr Wurf. Dort zeige ich euch zum Ende. Aber der Köderwechsel hat sich ausgezahlt. Sowohl auf der einen Route den Fisch verloren und auf der anderen Route Bream Supreme. Also, sind wir auch wieder beim anderen Thema. Ein paar Köder mit dabei haben, was Süßes, was Herbes, verschiedene Größen, verschiedene Farben. Ein weiser Mann hat mal gesagt, flexibel bleiben. Das ist einfach so. So, Mahlzeit. Fisch Ahoi, Leute. Oh, noch ein schöner. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch seht. Oh, jetzt haben wir noch mal einen schönen. Ah, jetzt fühlt sich schon eine andere Brasse. Dann lass mich schon mitnehmen hier. Oh, geil. Okay. So ist die Spannung. Schon halten. Spannung halten. Ihr seht mich sicherlich kaum noch. Aber ich denke mal, das wird ein schöner Brassen sein. Oh, geil. Auf der anderen Route beißt es auch gerade. Scheiße. Kacke. So, jetzt seht ihr mich ein bisschen. Leute, Doppeldrill, ein Fisch im Kescher. Erst beißt gar nicht, jetzt in beiden Routen. Guck mal. Ist da noch was dran? Ja. Gut, der ist kleiner. Der andere ist echt schön. Erst beißt es ja nicht.
Und dann an beiden Routen gleichzeitig. Ach, gucken wir mal, was wir da noch haben. Ja. So eine kleine Brasse und eine große Brasse. Kleine Brasse mache ich ab und die große seht ihr gleich. Geil. Jetzt haben wir noch was richtig Massives. Eine schöne, oh, ich will ein bisschen rummachen. Eine schöne, fette Brasse. Auf beiden Routen gleichzeitig ein bisschen, eine kleine und eine große. 58 cm und Schneckenfett. Ich zeige es euch. Schaut mal hier. Da haben wir sie. 58. Echt fett. Schön massiv. Schönes Tier. Ach, geil. Das hat sich doch gelohnt. Noch zwei Brassen, dann so eine dabei. Echt geil, Petri. Sie hört? Oh, ein Füchschen ist da hinten in der Ferne am Bellen. Obwohl, so weit weg ist es ja nicht. Aber der Fluss ist dazwischen, von daher alles gut. Der möchte euch halt auch noch was sagen. Ja, ihr seht, es ist dunkel geworden. Die Luft ist wieder sehr kalt, sehr feucht. Ich schaue mal eben für euch und für mich, wie kalt es denn eigentlich ist. Als die Sonne dann irgendwann weg war, wurde es echt kalt. So, 4 Grad. So, der kann nicht schwimmen. Können Füchse schwimmen? Wahrscheinlich, oder? Wenn Hunde schwimmen? Meine Güte. Naja. 4 Grad Celsius. Heute nachts werden bis zu 2. Heute Nacht. Ja, die letzten Nächte waren Minusgrade. Ich hatte es ja erzählt, musste noch mal kratzen. Minus 4 war das Highlight. Irre. Aber jetzt wird es immer wärmer. Ich wollte aber unbedingt ans Wasser. Ich musste ans Wasser. Ich hatte Bock. Ich wollte Fische fangen. Ich wollte raus. Ich wollte in die Natur. Ja, es ist kalt. Ja, ich bin dick eingepackt. Aber ich habe vorhin auch so gedacht, ja, jetzt wird es nur noch wärmer. Zumindest erstmal. Und es hat sich gelohnt. Es hat sich einfach gelohnt. Anfangs doch ja, ein bisschen traurig gewesen, als ich die beiden Fische verloren habe. Der kleine Döbel war zumindest einmal ein Fisch. Aber jetzt zum Ende hin hat es ja dann doch nochmal entschädigt, dass ich erst durchs Tal gehen musste, um dann wieder bergauf gehen zu dürfen. Eine schöne Brasse, eine kleine Brasse und eine richtig schöne, geile Brasse. Also die 58, wenn ich so überlege, wird dieses Jahr mein PB geknackt, endlich meine Ü60. Aber davor war ich bei 57. Und die 58er wäre da auch mein PB gewesen. Also echt mega. Brassentechnisch steht das gut los dieses Jahr. Barben haben jetzt schon Zeit. Karpfen ist auch dieses Jahr wieder auf der Agenda. Wir gucken mal, wie das alles läuft. Ja, montagentechnisch. Fiederlink hat gefangen. Helikoptermontage hat gefangen. Ich kenne nicht genau die Aufteilung, ist auch egal, aber beide Montagen sind fängig. Und das ist erstmal das Wichtigste. Es geht gar nicht darum, ob er 10, 20, 30 Fische fangt. Ne? Das ist erstmal zweitrangig. Muss man auch erstmal schaffen, so nebenbei. Aber die Montage funktioniert, dass die Köder angenommen werden, dass das Futter hoffentlich arbeitet. Das ist doch erstmal wichtig. Und die Bedingungen, ja, mit der Sonne war es ganz warm. Aber wie gesagt, Nächte Minusgrade. Die letzte Zeit echt kalt. Ich hatte ein bisschen Sorge, was das hier heute wird, aber Gott sei Dank ist es was geworden. Deswegen bin ich sehr happy. Ja, die Montagen funktionieren also. Fiederlink, Helikopter, kann ich weiter drauf bauen. Fiederlink muss ich mal gucken, was andere Hersteller da so haben. Und ja, da machen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall weiter. Köder hat sich auch ausgezahlt. Ihr kennt ja meine Wafter, mit denen habe ich begonnen. Pineapple und Zell. Ja, und irgendwann habe ich einen Kormoran von rechts nach links fliegen sehen und dachte, Köderwechsel. Spaß, aber ja, ich habe die Knobi-Boilies, die Mikro-Boilies habe ich immer dabei, die fische ich selten. Die habe ich dann dran gemacht, 10 mm Mikro-Boilie, kreisrund und dann die gelben wieder, die Mikro-Boilies, die so ein bisschen Mais, Karamell, Vanillig, Brasem sollen die sein. Ja. Die haben Fische gebracht, die haben beide Fische gebracht. Also sowohl auf dem Knobi als auch auf den anderen hat sie gebissen.
hat sich dann irgendwie ausgezahlt. Dahingehend, was richtig gemacht, mit den Ausschlitzern, was falsch gemacht, würde ich jetzt, ja, schwierig zu sagen, aber manchmal gewinnt halt der Fisch. Aber gut, ich bin zufrieden, es hat sich gelohnt und ich mache jetzt einen Dachs, nicht einen Fuchs. Bedanke mich fürs Zuschauen wie immer, dass ihr dabei wart, dass ihr Daumen gedrückt habt, mich unterstützt habt bei diesem Angeltag. Ja, wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, kann das gerne tun, kostet nichts, ist kostenlos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, mit Sicherheit bei schönerem Wetter. Schauen wir mal, ob zusammen, alleine, in welcher Form auch immer. Aber das ist erstmal egal. Jetzt geht's heim, das soll's sein. Bis zum nächsten Biss. Tschüss. Ciao.